Body Modification. 6 Monate bis zu deinem Traumkörper. So, herzlich willkommen zu Part 2. Für die, die Part 1 nicht gesehen haben, könnt ihr hier klicken, hier irgendwo. Und der Ausgangszustand ist folgender. Hendrik hat schon ein bisschen was hinter sich gebracht. Das ist ein bisschen die Strafe dafür, dass wir immer Ausreden haben und so weiter. Und jetzt fangen wir mal gleich an mit einem vernünftigen Beintraining, damit du richtig leiden wirst. Und wir fangen mal an mit Hack Squats. Los geht's, Orti. Tiefer runter. Sehr gut, weiter. Noch tiefer, so ein Stück tiefer noch. Komm schon. 4, das muss jedes Mal brennen. Komm mal. 5, sehr schön. 6, komm schon, komm schon, komm schon, weiter. Komm schon, noch 6, komm mal. 7, noch ein bisschen tiefer, komm schon, trau dich. Komm mal. Sehr gut, 8, weiter. Steh mal auf. Steh mal auf. Läuft nicht mehr so? Nein! Oh, ich liebe das. Ach, Orti. Oh, ja. Gut so. So, und jetzt auf zum Laufband. Letzte Etappe, mein Freund. So, Orti, das war's für heute. Rückblickend auf das Training, was würdest du sagen? War es effektiv? Auf jeden Fall, wenn man am Ende ohne Steigung mit 7 km/h Probleme hat, da hinterher zu kommen, dann war es effektiv, ja. Und würdest du sagen, das war bisher das allerhärteste Training, was wir durchgezogen haben? Ja. Ja, das ist sehr schön. Ich würde sagen, gib mal einen Daumen hoch, das war jetzt dein Part, aber ich denke, du bist kaputt, wir haben trainiert. Wie gesagt, eigentlich nicht die Regel und wie wir auch schon in Part 1 gesagt haben, beziehungsweise ich gesagt habe, macht es nicht nach in dieser Intensität, da reicht so ein halbes Training davon locker aus und wie man auch schon sieht, wir konnten verletzungsfrei arbeiten, weil wir einfach, ich habe die ganze Zeit drüber geschaut und wir haben einfach Realistisches gemacht. Deswegen, und wenn man sowas macht in der Intensität, dann soll man jemanden dabei haben, der auch ein bisschen Verstand von hat und der dann im Zweifelsfall auch eingreifen kann. Genau, auf jeden Fall Daumen hoch, teilt das Video, kommentiert und bis zum nächsten Video. Bis dann, ciao. Ja, so gut ist das Laufen nicht mehr, würde ich sagen. Und du hast dich jetzt kurz schon nach dem Beintraining ausgeruht. Ja, jetzt gehen wir schön ins Gym. Und ja, war es anstrengend, mein Junge? Würdest du sagen, wa? Ich glaube, diese Frage bedarf keine Antwort. Junge, bist du ja fertig. Nice. Ja, Orti, du läufst ja noch ganz schön gut. Nochmal den Daumen. Ja, guckt euch das Laufverhalten an. Sieht noch ganz schön gechillt aus und ganz schön okay. Body Modification. 6 Monate bis zu deinem Traumkörper.